Schermbeck Online. Der Schermbeck Podcast mit Hans Neuhaus. Präsentiert von der Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen zum Schermbeck Podcast, sagt Hans Neuhaus. Und heute habe ich den Leiter der Feuerwehr zu Gast, Christoph Leuk. Erstmal herzlich willkommen, Herr Leuk. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Leuk, Sie sind seit einem halben Jahr Feuerwehrleiter, waren vorher Stellvertreter. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Positionen? Gibt es da überhaupt Positionsunterschiede? Ja, da gibt es schon gewaltige Unterschiede. Man bekommt jetzt in der Leitungsfunktion ja deutlich mehr mit, während man vorher als Stellvertreter ja viele, viele Dinge vielleicht nur ja begleitet hat. So sitzt man doch jetzt in erster Reihe und muss sich jetzt viele Sachen jetzt auch erstmal erlernen, die vorher in der Stellvertreterfunktion gar nicht so nah und so greifbar waren. Haben Sie sich eingelebt in der Position jetzt? Ja, eingelebt. Ich bin jetzt, glaube ich, knapp 170 Tage hier im Amt und es kommen jeden Tag noch neue Sachen dazu. Ich war ja, wie gesagt, vorher schon stellvertretender Wehrführer und war davor auch einige Jahre Löschzugführer in Schermbeck. Die Abläufe innerhalb von Schermbeck, von der Feuerwehr, die kenne ich natürlich, aber gerade wie die Feuerwehr Schermbeck jetzt auch im Kreisgeschehen eingebunden ist, die da zusammenwirken auf Kreisebene, das habe ich schon erlernt oder bin noch dabei oder muss das auch noch weiterhin erlernen. Da gibt es noch Punkte, die wieder neu sind für mich. Dann haben wir natürlich auch immer noch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, die auch immer noch einen großen Stellenwert im Tagesgeschehen hat. Gerade zu diesem Thema haben wir unsere Impfungen abgeschlossen. Alle Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr wurden jetzt geimpft. Die Impfung haben wir selber organisiert, zusammen mit den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Hüngse. Das ist jetzt gelaufen und jetzt hoffen wir aber auch alle auf eine baldige Rückkehr zum normalen Dienstablauf, dass wir wieder unsere Übungsdienste gemeinsam abhalten können, nicht nur in kleinen Gruppen, dass das ganze Leben mal so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Fahren Sie eigentlich auch als Leiter der Feuerwehr selbst noch mit raus zu Einsätzen? Ja, ich bin ja einer, oder durch meine Funktion als Leiter bin ich einer von drei bestellten Einsatzleitern der Gemeinde hier und fahre natürlich auch noch zu den Einsätzen mit raus, ganz klar. Der Sommer ist da und wie jedes Jahr im Sommer warnt die Feuerwehr und auch die Forstwirtschaft vor Waldbrandgefahr. Was ist das besonders Tückische daran? Ja, das besonders Tückische daran ist, ja, dass man es vielleicht gar nicht mal rechtzeitig erkennen kann, sondern wenn es denn dann tatsächlich schon fortgeschritten ist. Wir hatten ja jetzt zwei extrem trockene Sommer hinter uns. Dieses Jahr stellt sich bisher noch ein bisschen anders dar. Heute vor einem Jahr sah es da ganz anders aus, obwohl wir jetzt in der vergangenen Woche ja auch schon ein paar Tage mit extrem hohen Werten hatten und da hat sich innerhalb kürzester Zeit der Waldbrandindex auch schlagartig erhöht. Also wir haben zwar viel Regen bekommen in diesem Jahr, aber bei einer entsprechenden Wetterlage ist es auch sehr, sehr schnell wieder trocken und da gilt dann wieder äußerste Vorsicht. Dann muss man nicht unbedingt im Wald einen Grill anzünden oder sonst irgendwas machen. Was sind die häufigsten Fehler, die gemacht werden, wenn man so als ich sag mal, Otto-Normal-Trampeltier durch den Wald rennt? Ja, welche Fehler werden da gemacht? Ja, auch wenn man es vielleicht gar nicht glauben mag, aber oft sind es wahrscheinlich auch noch einfach weggeworfene brennende Zigaretten oder Fahrzeuge, die dann vielleicht von ahnungslosen Bürgern, die einfach nur spazieren gehen wollen, mit ihrem PKW an den Wald ranfahren und gerade der Katalysator, der eine sehr, sehr große Hitze abgibt, wenn der dann auf trockenem Gras oder so steht, wäre es schon mal möglich, dass sich dadurch ein Brand entstehen kann. Und ich habe letztens gelesen, hat mich ein bisschen gewundert, das können Sie uns vielleicht noch erklären, warum soll man denn auch keine Flaschen wegschmeißen? Wirkt das so als Brennglas oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das tatsächlich senden möchten nachher. Das ist eine, ich glaube sogar ein Irrglaube. Letztendlich so eine Brennglasentzündung, wie die immer erzählt wird, die gibt's eigentlich gar nicht. Da müssen schon ganz, ganz viele Faktoren aufeinandertreffen, damit das überhaupt funktioniert. Also jedenfalls nicht mit einer ganz normalen Glasflasche. Das ist eigentlich ein Irrglaube. Wenn Sie natürlich mit einer Lupe versuchen, das kriegen Sie hin. Aber mit einer Flasche ist unwahrscheinlich. Ja. Okay, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Wunderbar, dass man hier auch mit solchen Vorurteilen aufräumen kann. Wie muss man sich am besten verhalten, wenn man durch den Wald geht?
das gibt eigentlich der normale Menschenverstand schon her. Wenn ich die Wege nutze, mich nicht einfach durchs Unterholz schlage, selbstständig, wenn ich die Wege nutze, wenn ich, wie gesagt, keine brennbaren Sachen bei mir führe und wegwerfe, dann spricht da eigentlich nichts gegen. Ich sage mal, die Waldtiere laufen auch durch den Wald, ohne den Wald zu entzünden. Warum soll der Mensch das nicht schaffen? Sie sind schon ein bisschen länger bei der Feuerwehr dabei. Gibt es besonders schlimme Einsätze, die Ihnen so hängen geblieben sind? Oder wischt man die quasi in seinem Kopf und seinem Gedanken einfach weg? Ja gut, ich denke mal, da wird jeder individuell mit umgehen. Ich habe zum Glück keine größeren Probleme damit. Natürlich beschäftigt man sich gerade nach Verkehrsunfällen mit Todesfolge, beschäftigt man sich damit. Aber ich kann da bis heute sehr, sehr gut eigentlich mit umgehen. Das gelingt den einen oder anderen dann vielleicht nicht immer so. Aber wie ich gerade schon sagte, das ist individuell, wie da jeder mit umgeht. Und wir versuchen dann natürlich auch nach solchen Einsätzen uns nochmal mit diesen Leuten zusammenzusetzen, eine Nachsorge vielleicht auch irgendwo zu machen, darüber zu reden. Auch Spezialkräfte dazu mit einzubinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Leute dann unterstützen kann bei der Bewältigung der Zeit danach. Wir drücken weiter die Daumen, dass nicht so Schlimmes passiert. Zum Schluss, okay. Wir sind schon fast am Ende unserer kleinen Runde angekommen. Da spreche ich mit meinen Gästen immer über Schermbeck. Was bedeutet Schermbeck für Sie, Herr Leuk? Ja, Schermbeck ist nicht nur der Ort, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte, sondern Schermbeck ist ein schöner Ort zum Leben. Man kann in Schermbeck alles bekommen. Wir haben hier viel Natur um uns herum. Und trotz alledem sind wir von unserer Lage doch immer noch sehr zentral. Wir sind schnell im Ruhrgebiet angekommen. Wir sind schnell in Holland. Wir haben eigentlich alles hier, was wir brauchen. Christoph Leuk im Gespräch mit Schermbeck Online. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Soweit der Schermbeck-Podcast, präsentiert von der Volksbank Schermbeck.